Jedenfalls herzlich willkommen zu einem speziellen Flashback-Video von mir. Schauen wir an, was ich in diesen 4,5 Jahren alles angestellt habe. Oh mein Gott, es sind so lustige Videos dabei, auch peinliche. Gehen wir zurück am 2. März 2012. Oh mein Gott, wo ich mein erstes Video online gestellt habe, und schauen wir uns das mal an. Hallo zusammen, ich wollte auch mal mitmachen bei dem Tag What is in my bag, weil ich den so toll finde, diesen Tag. Ich schaue diesen unheimlich gerne, weil ich finde das so toll zu sehen, was andere Mädchen in ihren Taschen bei sich tragen. Wie ihr seht, ich war ganz schüchtern, oh mein Gott. Aber was ich mich die Frage stelle, was zum Teufel sind die Vorhänge hinter dem Hintergrund? Wieso sind die geknotet? Bei dem Tag What is in my bag. Huh? Die Vorhänge sind geknotet, weil die Katzen immer daran gespielt haben, und es hat mich so aufgeregt, dass ich einen Tag einen Knoten drin gemacht habe, und seitdem waren sie so. Eine Frage, die ich mir stelle, wo zum Teufel sind diese Ohrringe verschwunden? Ich liebe diese, wo sind die? In all diesen Jahren habe ich recht verrückte Make-up-Tutorials gemacht, viel lieber als so langweilige Tages-Make-up. Das erste war das. Girls, we wanna have fun. Girls, we wanna have fun. Girls, we wanna have fun. Habe ich euch eigentlich jemals gesagt, dass diese pinke Streifen nicht weggegangen sind? Ja, die hatte ich für ein paar Tage drauf. Ja, ich habe die Pinsel immer noch. Ich weiß nicht, was ich mit diesen Intro-Sachen sagen wollte, ob ich die Pinselkillerin bin. Im Laufe meiner YouTube-Zeit habe ich ganz viele Videos gemacht, verrückte Videos, die findet ihr jetzt alle hier. Mein Liebling ist das Rotkäppchen-Werwolf, das muss ich unbedingt anschauen. Ich sage nur, gehen wir mal weiter. Oh mein Gott, kommen wir zu dem meistgesehensten Video in meinem Kanal, und zwar farbigen Nagellack selber machen. Das habe ich im April gemacht, immer im 2012. Wenn ich gewusst hätte, dass es so erfolgreich wird, hätte ich nicht so eine Visage gehabt. Hallo zusammen, wie im letzten Video versprochen, zeige ich euch in diesem Video, wie ihr euren eigenen Nagellack herstellen könnt, wie ich ja schon mit dieser Mascara gemacht habe. Falls ihr interessiert seid, klickt hier. Nein, grün ist nicht meine Lieblingsfarbe. Es ging darum, um zu zeigen, wie es geht. Und grün sah man am besten. Also wenn ich wirklich gewusst hätte, dass das Video so geklickt wird, hätte ich mich hübsch gemacht. Ein Video, was nicht fehlen durfte, war ein Schminksammlungsvideo. Doch ich habe es ein bisschen innovativer gemacht, und zwar mit zwei guten alten Freunden, die ihr sicher auch kennt. Kennst du diese Situation? Du bist in der Kosmetikabteilung, schaust dir ein Produkt an und bist dir nicht sicher, ob du es kaufen sollst, weil du ja schon genug Schminke hast. Doch wie immer in diesen Situationen erscheinen dir zwei alte Bekannte. Du brauchst das. Make-up-Schminktücher. Denn ich habe YouTube ja nicht allein gemacht, sondern auch meine Familie und mein Freundeskreis musste daran glauben und mit mir Videos drehen, sei es den Babybauch meiner schwangeren Freundin anzumalen. Hallo liebe Pumpas, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video zeige ich euch, wie man das herstellt. Ich meine natürlich nicht herstellt, das dürfte ich gar nicht zeigen, sondern wie man das zeichnet. Oder die verrückten Shopping-Videos mit meinen Schwestern, die hinhalten mussten, auch als Versuchskaninchen für hübsche Frisuren. Oder ich habe es nicht versucht, hübsche Frisuren hinzuzaubern. Von meinen Kochversuchen reden wir gar nicht mal. Als Tochter von einem Chefkoch, oh mein Gott, ich bin eine Schande für die Familie. Und dass Fashion Pupa nicht Fashion ist, das haben, glaube ich, ganz viele verstanden. Ja. Ich möchte gerne eine Fashionista entführen, damit sie mich einkleidet. Und dass ich nicht jeden Morgen blind mich kleide aus dem Wäschekorb, was als erstes mir in die Hände fällt. Und verschiedenfarbige Socken. Und natürlich das Allerwichtigste in meinem Kanal ist ganz viel bla 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 bla. Aber die wirkliche Seele von diesem Kanal seid ihr. Wir sind jetzt schon fast 70.000 Abonnenten. Oh mein Gott, wenn ich denke, wenn ich damals angefangen habe, ich war eine der ersten Schweizer YouTuberinnen, hätte ich nie gedacht, dass das so passiert, dass ihr mich reden hören wollt, was ich schon mal gesagt habe vor circa 4 Jahren. Ich fühle mich so voll geehrt, dass es jemand da draußen gibt, der mich reden hören will. Mein Freund versteht diese Leute überhaupt nicht. Ich danke euch vielmals fürs Zusehen. Ich hoffe, dieser Flashback-Rückblick hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst mich mal wissen in den Kommentaren, wie ihr mich entdeckt habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Macht's gut.